Zu Beginn des heutigen Handelstages sind drei Themen im Vordergrund. Erstens natürlich die Zahlen von Apple, Microsoft, Google. Die Aktie von Apple nachbörslich dann doch gefallen. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist China, das offenkundig ein bisschen verängstigt ist oder respektive die Führung in Peking angesichts des Abverkaufs der Aktienmärkte, speziell der Tech-Aktien. Und dann haben wir natürlich noch die Fed, die alles ignoriert, was irgendwie in Sachen Inflation der Fall ist und einfach weitermachen wird heute Abend ja die Entscheidung. Aber gehen wir die Dinge mal der Reihe nach durch. Gestern hatten wir nicht nur Apple, nicht nur Google, nicht nur Microsoft, sondern AMD. Und wir sehen, alle waren besser als erwartet. Alles galaktische Zahlen, könnte man sagen. Tolle Zahlen bei Apple. Gewinn gerade bei Alphabet wahnsinnig stark, über 40% gestiegen. Das vierte Mal in Folge, dass man das geschafft hat. Also Google, die Zahlen waren wirklich gut. Man wird übrigens dann die gestiegenen Kosten, die man hat, an die Werbetreibenden weitergeben. Das zeichnet sich schon ab. Also hier beginnt der Prozess, dass höhere Kosten dann von Unternehmen an Kunden weitergegeben werden. Und Microsoft-Zahlen auch besser. Die Aktie da allerdings erstmal dann unter Druck gekommen, weil so ein paar traditionelle Faktoren, wie etwa die Umsätze mit Windows, doch schwächer waren als erwartet. Das Cloud-Geschäft hat die ganze Geschichte gerettet. Aber schauen wir uns mal Apple an. Die Aktie dann doch 2% negativ geschlossen, nachdem man zunächst nach oben gegangen ist. Apple hat dann in dem Conference Call oder in dem Earnings Call gesagt, ja, wir erwarten weiterhin zweistelliges Wachstum, Umsatzwachstum, aber es wird eben nicht so stark wie jetzt im abgelaufenen Quartal, also im Juni-Quartal. Und das war schon mal der erste Hinweis. Und dann sagte der CFO von Apple, ja, also unser Services Revenue, unser Umsatz im Bereich Services wird langsamer wachsen, weil wir eben auch betroffen sind von Supply Constraints, also von Lieferschwierigkeiten, Lieferengpässen. Das wird ein Problem und das wird auch die iPhone-Verkäufe und die iPad-Verkäufe negativ beeinflussen, ebenso wie manche Devisenfaktoren, also Dollar. Jedenfalls sehen wir die Aktie daraufhin doch unter Druck gekommen nach diesen Wahnsinnszahlen, aber die Börse blickt eben in die Zukunft und sagt sich, das Beste ist vielleicht schon drin jetzt, besser wird's nicht mehr. Und so ist eben dann erklärbar, dass trotz dieser geradezu galaktischen Zahlen die Kurse von Apple oder der Kurs von Apple gefallen ist. Schauen wir uns gestern mal das Geschehen an. Wir sehen Nasdaq ja schwächer, eben auch durch diese Tencent, Alibaba und Co. Story, die gestern im Fokus war. Wir sehen, dass Dow Jones und der S&P 500 dann doch nochmal Richtung Handelsende gestiegen sind. Die Sektoren, interessanterweise, die noch einigermaßen gut gelaufen sind, vor allem Utilities, also Versorger, Real Estate, Healthcare, Consumer Staples, also die vier defensiven Sektoren, die waren gesucht. Unten dagegen Technologie, Consumer Discretionary und Consumer Services, also das waren die schwächsten Sektoren. Und hier sehen wir mal so ein bisschen die US-Indizes im Tagesverlauf. Da gab es ja erstmal diese ganze Geschichte mit China, daraufhin ein bisschen nach unten, dann wieder Erholung, dann der nächste Abverkauf, weil offenkundig die beiden Administrationen indoor wieder Maskenpflicht einführen will. Dabei hatten die Amerikaner geglaubt, sie hätten die ganze Geschichte hinter sich. Die Zahlen steigen weiter, allerdings nicht nachhaltig die Hospitalisierungen und auch die Todesfälle. Jedenfalls hat das ein bisschen die Stimmung verdorben. Dann kam nochmal das Gerücht auf, dass ein Hedgefonds oder ein großer Fonds in Schwierigkeiten sein könnte wegen dem Abverkauf in Asien. Dann ging es nochmal runter und dann hat man im Vorfeld der Zahlen von Apple und Konsorten noch mal ein bisschen nach oben gekauft. 87% der bisher meldenden S&P 500 Unternehmen sagen, ja, Inflation ist ein Thema. Genau das hat gestern Apple ja faktisch auch gesagt. Lieferschwierigkeiten, höhere Kosten. All das wird auf die Margen drücken. Die Break-Evens, also die Märkte, die Inflationserwartungen einpreisen, sehen Sie hier im unteren Chart, dagegen wenige verändert. Aber wir sehen, dass wir jetzt gestern zum Beispiel oder in den letzten Tagen, wir hatten den Richmond Fed-Index, wir hatten den Dallas Fed-Index, beim Dallas Fed-Index zum Beispiel die Löhne massiv nach oben gegangen, die bezahlten Preise gehen in beiden Indizes nach oben und das wird bedeuten, dass wir dann wahrscheinlich eine noch weiter steigende Inflation sehen werden und das ist gleich die Brücke zur Fed, die das aber weiter ignorieren wird. Die Fed sagt, ja, wir müssen diese Notmaßnahmen, die wir in dieser Corona-Sondersituation eingeführt haben, die müssen wir halt beibehalten. Man erwartet also für die heutige Sitzung noch keine Änderung in dieser Geschichte.
Geschichte interessant wird sein, was die Fed in Sachen Inflation erzählen wird, Wirtschaftswachstum erzählen wird. Die Unternehmen jedenfalls sagen, also unsere Profite waren noch nie besser als derzeit. Mohammed El-Erian hat hier diesen Text geschrieben, in dem er das ganze Drama eigentlich wirklich auf den Punkt bringt. Er sagt hier, wahrscheinlich wird die Fed nichts tun, sondern wahrscheinlich entweder im September-Meeting oder Ende August in Jackson Hole ankündigen zu tapern, also die Anleihekäufe ein bisschen zurückzufahren. Und all das wird dazu führen, so Mohammed El-Erian, dass sich die Assetpreise weiter von der Realwirtschaft entkoppeln, dass die Ungleichheit von Vermögen in den USA weiter zunehmen wird, dass man weiter diese Mortgage-Backed Securities kauft, also die hypothekenbesicherten Anleihen, die weiter immer mehr Menschen aus dem Immobilienmarkt drängen werden, weil sie sich dann Häuser nicht mehr leisten können. Gestern Case-Shiller-Index mit dem stärksten je verzeichneten Anstieg bei US-Immobilienpreisen. Und all das wird man tun mit dieser ultralaxen Geldpolitik, ohne dass es irgendeinen Beleg dafür gibt, dass wirklich diese ultralaxe Geldpolitik der Wirtschaft nachhaltig hilft. Die ist eh schon sozusagen jetzt wieder auf eigenen Füßen. Wir hatten ja die kürzeste Rezession aller Zeiten in den USA. Und so wird man einfach weitermachen und den Kopf in den Sand stecken, so Mohammed El-Erian. Kopf in den Sand stecken, das will die chinesische Führung nicht, nachdem sie ja den Tech-Sektor gecrashed hat in den letzten Tagen. Gestern in meinem Marktgeflüster hatte ich darauf verwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es sich hier um einen Machtkampf von Clans handelt und der Clan von Xi Jinping sich durchgesetzt hat und jetzt sozusagen die Daumenschrauben anzieht an jene Konzerne, die anderen Clans gehören im Süden Chinas. Jack Ma, ein Vertreter dieses Clans, dementsprechend sonst ja kaum erklärbar, was da vor sich geht. Jetzt versuchen chinesische Medien, die ganze Geschichte ein bisschen zu beruhigen, sagen, wow, mittelfristig sind die Aussichten doch ganz gut. Gell, also könnte jetzt nicht besser sein. Liebe Leute, entspannt euch ein bisschen. Jetzt titeln manche, das National Team kommt, um die Märkte hier zu retten. Also man versucht jetzt erstmal einen Boden zu ziehen in diesen Markt und dann gibt es plötzlich Berichte, dass möglicherweise auch die chinesische Führung dann das Fiscal Spending wieder nach oben bringen könnte im dritten Quartal, also einen Stimulusimpuls wieder in die Wirtschaft geben könnte. All das soll die Nerven der Anleger beruhigen. Wir sehen hier den chinesischen Kreditimpuls, der ja lange rückläufig war, jetzt seit ein paar Wochen wieder positiv ist. Hier will man also ein bisschen wieder Gas geben. All das sind sozusagen die Signale jetzt. Leute, wir wollen nicht, dass der Aktienmarkt weiterfällt, aber es ist für ausländische Investoren praktisch nicht mehr tolerabel, was da in China passiert. Das kann man sich nicht leisten, auch wenn jetzt zum Beispiel etwa die Bewertungen von Tencent mit einem Forward Price Earnings, also mit einem zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 21 so günstig ist wie seit 8 Jahren nicht mehr. Also rein fundamental ist das ein Kauf, aber eben die übergeordneten Umstände sind nach wie vor sehr, sehr problematisch. Und dass die Dinge doch durchaus jetzt schon, naja, ein bisschen nasty geworden sind, sieht man hier. Wir haben hier den Nasdaq Golden Dragon China Index, wo also diese chinesischen Tech-Konzerne drin sind. 48% seit seinem Hoch gefallen und der CSI 300, wo 300 große chinesische Unternehmen drin sind. Immerhin 19% von dem Hoch im Februar. Und da muss etwas passieren. Jetzt kommen wir abschließend nochmal zu Deutschland. Deutsche Bank mit Geschäftszahlen heute, über die wir bei Finanzmarktwelt frühzeitig berichtet hatten. Viel besser als erwartet. Allerdings, interessanterweise, Investmentbanking eher enttäuschend. Es war das Privatkundengeschäft, das viele Banken ja eigentlich gar nicht mehr haben wollen, dass der Deutschen Bank hier Gewinne verzeichnet hat. Ein Freund von mir, der ist Banker bei einer großen Bank, der hat gesagt, die Deutsche Bank, die gibt richtig Gas im Privatkundengeschäft, das erzählt er mir schon seit einem halben Jahr, die sind da richtig stark geworden, die haben erkannt möglicherweise, dass da doch wieder wirklich Geld zu verdienen ist. In Deutschland ist derzeit Feierlaune, laut Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, der nämlich die Reservierungs-App OpenTable zeigt, dass jetzt inzwischen mehr Gäste in Restaurants sind als noch im Sommer des letzten Jahres. Und in Sachen Inflation nochmal abschließend, die Importpreise wurden heute veröffentlicht, heute früh um 8 Uhr mit dem stärksten Anstieg seit 1981. Es sind schlanke 12,9%, klar, Basiseffekt zum Vorjahresmonat, aber die Basiseffekte werden jetzt auch nicht besser, weil in den nächsten Monaten eben
damals die Situation auch noch schwierig war. Also wir haben ein bisschen was Inflation, aber das ist transitory, also vorübergehend, gell? Also ja, also nur die nächsten 10 Jahre vielleicht, gell? Mehr wird es nicht sein. Und dann dürfen wir gespannt sein, wie die Arbeitnehmer reagieren auf solche gestiegenen Kosten. Die Unternehmen werden das weitergeben müssen, sonst frisst das in die Marge. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was heute mit Apple passiert, mit den großen US-Tech-Konzernen, die ja hervorragend geliefert haben. Aber ist das alles schon eingepreist? Price to Perfection, das ist die große Frage. Heute kommt, glaube ich, noch Boeing und irgendwas anderes kommt auch noch. Also es ist ständig, ist irgendwas und die Fed heute Abend. Dazu mehr dann im Marktgeflüster. Jetzt erstmal einen guten Start in diesen herrlichen Mittwoch, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und ciao.